Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr bei Türenlauf die Türen durchschauen könnt, ja. Das wissen wirklich noch nicht viele. Lasst jetzt schon mal ein Like da und wenn es euch noch gefällt, so ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt rüber zu den Tipps und Tricks. Achtung! Hier jetzt kann man gucken, wo das kleine Dreieck in der Mitte ist am kleinsten. Kann man das sehen? Dann kann man halt erkennen, welche Tür zu boxen ist. Am Anfang ist random, aber am Ende kann man das wissen. Stimmt so nicht. Und zwar gibt es zwei verschiedene Türen. Einmal, wo in der Mitte ganz unten das Dreieck weiß ist. Und einmal das gleiche, nur wo halt das weiß ist, da ist halt das pinke. Bei einem weißen kannst du es wirklich nicht sehen. Aber bei jeder rot oder bei jeder rosanen Tür kann man das erkennen. Und zwar, wenn ihr das Bild hier euch anguckt, seht ihr erstmal, dass das Dreieck ein bisschen kleiner ist. Und noch wichtiger, unter den oder hinter den Zähnen, dass da dieser kleine Balken fast schon vollkommen verschwunden ist. Also den kann man fast schon gar nicht mal sehen. Hier nochmal ein Bild in besserer Qualität, damit man es auch richtig sieht. Also rechts ist er fast schon gar nicht mehr zu sehen, ja. Und da, wo der Balken nicht mehr zu sehen ist, da sind die Türen locker und da kann man durchboxen, ja. Zum Beispiel hier an diesem Beispiel. Merkt euch diesen blauen Folger hier, an den werden wir uns orientieren. Das heißt, an seiner Tür ist der Balken noch da, heißt, seine Tür wird noch da bleiben und links von ihm ist der Balken weg. Das heißt, diese Tür sollte dann zerbrechen. Und hier Video. Wie auch schon gesagt, linke Tür ist zerbrochen und die rechte ist stehen geblieben, dass ihr da auch nochmal den Beweis habt. Und nicht vergessen, hier jetzt kann man gucken, wo das kleine Dreieck in der Mitte ist am kleinsten. Kann man das sehen? Heißt, ganz am Anfang bei der Videofahrt ist es auch am wichtigsten zu wissen, welche von den drei Türen, weil es auch als letzte ist, zu brechen ist, dass du da auf jeden Fall schon mal dem Ziel sehr, sehr nahe kommst. Mitte. Jawollo. Danke fürs Zuschauen. Sollte euch dieser Tipp geholfen haben, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Schreibt auch gerne einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao. So Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Hier kommt jetzt noch ein Video. Hier unten ist ein vorgeschlagenes Video für euch. Und da müsst ihr noch abonnieren. Oder beziehungsweise hier. Egal, auf jeden Fall, Leute. Ihr müsst jetzt hier draufklicken, ne? Müsst ihr machen jetzt.